Ihr Gesicht wirkt kantig, die Arme sind ganz dürr. Naomi Watts ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Besonders deutlich wurde das bei den diesjährigen Oscars. Auch ihr funkelndes Kleid konnte nicht über ihre magere Figur hinwegtäuschen. Die 47-jährige Hollywood-Schauspielerin ist von Natur aus extrem schlank, aber bis jetzt gab es auch noch keinen Grund zur Sorge. In King Kong zeigte Naomi Watts noch weibliche Rundungen, auch in The Ring und der Fortsetzung war sie zwar schlank, aber sie machte einen gesunden Eindruck. Die Grenze zum Ungesunden hat sie nun überschritten. Die hervorstehenden Knochen und ihre schlaffe Haut sind nicht sexy, nein, es macht eher den Eindruck, als stecke die Blondine in einem Kinderkörper fest. Doch warum ist die Frau von Liev Schreiber plötzlich so abgemagert? Macht es ihr vielleicht zu schaffen, bei Preisverleihungen die ewig Nominierte zu sein? Nicht ein einziges Mal konnte die talentierte Schauspielerin einen Oscar oder Golden Globe gewinnen. Bisher räumte immer eine andere Dame den Award ab. Dass es an den Nerven zehrt, nie für seine Arbeit entsprechend entlohnt zu werden, ist verständlich. Und wenn dann auch noch die beste Freundin Nicole Kidman bereits einen kleinen goldenen Mann ihr eigen nennen darf, ist das natürlich frustrierend. Aber Naomi sollte sich eher darauf besinnen, was sie hat. Einen gut aussehenden Mann und zwei kleine Kinder. Die würden sich bestimmt auch freuen, wenn die Mama mal wieder ein paar Kilos mehr auf den Rippen hat.